Tuttlingen soll sauber bleiben. Über 250 Mal verhängte der KOD deswegen im zurückliegenden Jahr Bußgelder. Dabei gibt es einen gewissen Spielraum. Bei Ersttätern, die sich obenrein einsichtig zeigen, kann man es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Bei besonders hartnäckigen Personen erlaubt die Landesgesetzgebung Bußgelder von bis zu 1.000 Euro für die unterschiedlichsten Delikte. Bürger, die Hundekot nicht beseitigen, können mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro belegt werden. Für das Wegwerfen von kleineren Abfällen kann der KOD bis zu 50 Euro Strafe verlangen. Wer seine Essensreste nicht in den Mülleimer, sondern auf den Boden wirft, muss bis zu 70 Euro Strafe zahlen. Beim Ausspucken eines Kaugummis wird es auch teuer. Das Bußgeld beträgt hier bis zu 50 Euro. Im Wiederholungsfall sind sogar 100 Euro fällig. Für das Ausleeren von Aschenbechern oder das Wegwerfen einer Zigarette zahlt man bis zu 70 Euro. Also, haltet Tuttlingen sauber!